Jo, da sind wir wieder bei Donkey Kong Country Returns. Beim letzten Mal haben wir dieses schreckliche Karl-Level endlich hinter uns gebracht und sind gerade dabei, die restlichen Puzzleteile zu suchen. Vor allem jetzt in dem ersten Level, wo ich ja mehr als die Hälfte verpasst habe. Warum auch immer, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, aber ich hab's verpasst. Von daher suchen wir mal. Hier am Anfang haben wir schon. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass Squawks uns sagt, ey, da hast du es verpasst. So. Irgendwo ein Herz? Nein. Ich hab's nicht getroffen. Eieiei. Okay. Bis zum ersten Checkpoint haben wir schon mal gar keine Puzzleteile. Dann schwingen wir uns hier mal weiter. Okay, das... Wäre der Gegner da unten nicht gewesen, wäre das mein Tod gewesen. Hier irgendwo? Moment. Da unten. Ja, fast. Ich sollte vielleicht einfach mal das Fass benutzen, was da rechts daneben, glaube ich, war. Wäre hilfreich. Ah. Der ist einfach nur ein bisschen schneller. Okay. Ja, jetzt sehe ich das fast da unten auch. Was? Was? Lass mal los! Oh. Okay. Das war sogar einfach so. Ich dachte, das wäre ein Bonus-Level. Na gut, hätten wir schon mal eins von vieren. Die uns gefehlt haben. Mal gucken, wo das nächste ist. War ich doch sicher hier irgendwo für, oder? War das? Nee, schon, das habe ich auch beim letzten Mal gedacht. Ich brauche das sicher irgendwo. Und am Ende habe ich es dann doch nicht gebraucht. Hier. Aha, da oben sehe ich was. Hochklettern? Ja, hochklettern. Das Level. Ja, Squawks, ich weiß, hier ist denn etwas. Du spürst es auch in deiner Seele. Da freut er sich, der olle Papagei. So, jetzt ist erstmal daran, wieder Leben zu sammeln. Ich glaube, ich habe im Endeffekt wirklich... Ich habe keine Ahnung. 70 Leben in dem Level verloren? Das ist auf jeden Fall echt die Härte. So, schnell hier durch. Wir sind erst beim O. Oha. Okay, hier ist wieder irgendwo was. Hier oben? Da unten? Wo denn? Okay, runterfallen schon mal nicht. Aber gut, dass es direkt hier nach der Mitte war. Bitte sowas. Ich zumindest anscheinend nicht. Na gut, suchen wir mal das letzte dann noch. Das war ja jetzt schon Nummer 6. Da ist schon mal das G. Hier haben wir noch nichts. Riesenliane. Hui. Hui. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Hä? Da unten? Hä? Okay. Da bin ich ja gleich mal gespannt, wo es ist. Meine Güte. Das war schon wieder zu knapp. Vielleicht irgendwo ganz oben? Also irgendwo vom Ziel auf jeden Fall.
Schöne Geräusche machen die. Bau, bau. Und war das hier die Liane, die bis zum Schluss geht? Da oben? Moment, ich brauche mal die Liane nochmal. Hier. So, mal gucken. Hab ich genug Schwung bekommen, um da hoch zu fliegen? Hä? Verstehe nicht, was du von mir willst, Squawks. Du sagst hier irgendwo. Nein, hier. Kann ich hier irgendwo... Auf der Seite runter? Hä? Da kann es ja nur noch da oben sein. Und da kriege ich nicht genug Schwung, um da hoch zu fliegen. Dieser Papagei verwirrt mich. Oder muss ich einfach nur alle Bananen, die da rausfliegen, einsammeln? Ist auch wieder interessant. Gucken wir das mal gleich aus, alle Bananen einfach einzusammeln. Vielleicht schaltet das ja dummerweise irgendwo das Puzzleteil frei. So, hier. Banane einsammeln. Banane einsammeln. Banane einsammeln. Ach komm! Was man nicht alles manchmal machen muss für ein Puzzleteil. Ist ja schon fast lächerlich. So, der ist Sporentrampolin. Da hat irgendwo noch eins gefehlt. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo hat noch eins gefehlt. Wenn ich mir denke, ich habe jetzt, glaube ich, Donkey Kong für 2 Wochen aufgenommen. So. Ab nächster Woche sollte es dann wieder regelmäßig täglich kommen. Also, gut, regelmäßig kommt es auch so. Aber dann sollte es eventuell auch wieder täglich kommen. Denke ich mal, ich wüsste zurzeit nicht, was dagegen spricht. Von daher, freut euch auf tägliches Donkey Kong. Sage ich jetzt einfach mal. Hoffe ich jetzt aber mal, außer es kommt wieder zwischendurch eine Ankündigung, wo es dann heißt, nö, ich weiß auch nicht warum. Aus irgendeinem Grund kann ich dann doch wieder nicht. Und aus irgendeinem Grund falle ich wieder in den Abgrund. Yay! Und darf wieder von ganz vorne anfangen. Gott, boom, doom. So. Wieder mit Diddy und wieder mit Standbild. Wow. Ich habe perfekt gestoppt, kurz bevor ich in die Stacheln geflogen bin. Nicht schlecht. Na gut, aber wir haben hier wieder unser Herz. So. Diesmal aber bitte nicht. So, das da oben haben wir schon. Gehen wir mal weiter. Wow. Das wurde mir schon fast wieder ein bisschen zu knapp. Hier durch. Moment. Das Herz möchte ich eigentlich gerne haben. Habe ich bei den Hippos irgendwo was vergessen? Nee. Das hier habe ich bei den Hippos. Wir sind schon beim... was? Was? Dummes Teil hier. Was? Warum? Donkey! Halt dich doch gerade fest. So, jetzt hängst du aber bitte dran. Wir haben nicht mehr viele Leben, die wir rausschmeißen können. Wir haben die meisten schon rausgeschmissen. Ja, danke, Gegner. Ja, danke. Hau mich da extra nochmal ganz hoch. So, hier irgendwo? Hier? Nein, nö, wohl nicht. Ich glaube, wenn ich die Aufnahme hier fertig habe, dann werde ich auch erstmal bis in 2 Wochen keinen Donkey Kong mehr aufnehmen. Dann
kann mir die Affe erstmal gestohlen bleiben. Ja, Mann. Der schleudert einen so hoch, da fliegt man direkt wieder oben in die Stacheln rein. So. Lassen wir mal die Hippos mal in Ruhe. Und verlieren dafür Didi. Hier irgendwo. Moment. Hier? Ging es da noch weiter hoch? Ach da! Aha. Da haben wir wieder mal was übersehen. So, komme ich da hin? Nein. Nur weiter nach rechts. Wo man nicht alles immer was übersieht. Boing, boing und boing. Aua. Jetzt will ich aber bitte nicht sterben, ja? Aber wir haben ein Leben bekommen. Passt. Gut, fehlt noch ein Level. Dann können wir auch endlich mal in die neue Welt gehen. Würde mich interessieren, wie viel Prozent wir mittlerweile eigentlich schon haben. Hm. So, du warst das letzte Level? Nö. Du warst das letzte Level. Nö. Du warst das letzte Level. Totentaumel. Mal gucken, wo wir da was übersehen haben. Auf 22 habe ich wieder die Chance auf die 666. Hahaha. Die hätte ich zwar wahrscheinlich nicht lange halten können, aber ich hätte sie zumindest einmal gehabt. So. Ach, das Level. Das darf ich jetzt ernsthaft nochmal machen. Ach, Mann. Das freute mich ja schon fast. Ach, jetzt komme ich da mal eben ganz locker drauf. Duck dich. Duck dich. Ducken, ducken, ducken. So. Schön durchgehopst einfach. Habe ich hier irgendwo Bananen übersehen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin viel zu schnell gefallen. Ich konnte nicht mehr sehen, wo ich lande und entsprechend den Knopf drücken. Eieiei. Wieso vergesse ich den am Anfang immer? Ich sollte das echt lassen, so weit hoch zu fliegen. Wie viel fehlen mir eigentlich? Eins. Oh, ich mag dich nicht. Wow, das war schon wieder zu knapp. So, hier bin ich. Ich folge dem Kern da oben. Ich folge ihm nicht. Er wollte nicht mehr. So, da landen. So, Mittel. Ach ja. So, geh zu. Und geh auf. Wollen wir noch mal sehen, wo was fehlt. Also bei den Totems meine ich... Totem? Totemer? Ich weiß jedenfalls nicht. Meine ich, habe ich nichts vergessen, weil da habe ich sogar extra immer alle Bananen eingesammelt. Da dürfte ich eigentlich alles haben. Nein! Ich dachte, ich kriege ihn zuerst noch. Wow. Yay! Doppel-K.O., weil ich da nicht mehr rauskam. Ja, zumindest haben wir dann nach dem Level den Wald endlich hinter uns gebracht. Wow. Bin ich sogar relativ gut durchgekommen. Nein, da habe ich zu viel gewollt. Vor allem hatte ich da auch den richtigen Anlauf nicht gehabt. Würde mich mal noch interessieren, wo habe ich denn was vergessen? Da hätte man wieder runterlaufen können einfach. Was? Was? Ach komm. Moment, okay, jetzt warten wir. Das wäre jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr geworden, wenn ich jetzt losgegangen wäre. Spuck nicht! So. So, hätte schon mal den nächsten Checkpoint. So, hier direkt durch. Vorher wieder sich zuklackt.
Zuklackt. Wieder ein Doppel-K.O. Wow, ich bin schon unter die 20 Leben gefallen. Das ist hart. Wenn ich bedenke, so viel Leben hatte ich vielleicht in der ersten Welt. Joghurt, warten mal! Ich habe vergessen, die bewegen sich weg. Ich spiele gerade echt viel zu schlecht. Ich bin viel zu unkonzentriert. Wir haben jetzt 6 Parts, glaube ich, dann, wenn wir das jetzt durch haben, für die Waldwelt gebraucht. Na gut, da wäre ich jetzt anders nicht mehr weggekommen. Ja, da oben ist nur das N. Das brauchen wir nicht. Der Plan sah anders aus. Donkey Kongs Masterplan war, ich springe auf die Fledermaus und ich bin weg. So sah der Masterplan aus. Der Meisteraffenplan. Aber der Meisteraffenplan hat da anscheinend nicht gerade gewirkt. So, hier kann ich einfach draufbleiben. Da oben habe ich schon alles. Das sah interessant aus. Ich wurde getroffen, noch bevor Donkey wirklich getroffen wurde. So, wir sind jetzt schon am G vorbei. Und immer noch keine Reaktion von Squawks. Moment, hier. Wieso reagierst du hier? Bananen sammeln? Kann es sein, dass ich die Bananen sammeln muss? Ja, ich musste Bananen sammeln. Ich musste einfach nur Bananen sammeln. Ach komm. Ach Spiel. Ach Spiel. Wieso tust du mir sowas an? Ah. Aber damit sind wir jetzt, glaube ich, hier fertig. Yes. So. Wir könnten in die... Ach, Klippenwelt ist das nicht, Ruinenwelt. Hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, plus K-Welt. Na gut, aber da gehen wir jetzt erstmal kurz raus. Das neue Level möchte ich jetzt nicht unbedingt anfangen. Ich möchte mal so ein bisschen gucken, wie viel Prozent wir schon haben. Die Bildergalerie kann ich so minimal ein bisschen zeigen. Wir sind bei 59 gerade mal. Was? Gehen wir in die Extras. Bildergalerie. So, was haben wir denn so alles? Kreaturen. Ein Froschler. Papageier. Zwicky und dein Freund. Der Knabberhai. Tentaklaus. Die Staxa. Kolibrum. Die Familie Flattermann. Ein Krabbler. Oh, das sieht aber süß aus. So, das wären alle auf der Seite. Da fehlt noch eins. Kreaturen 2. Die Kalmarkanone. Die Käfigbärchen und seine Freunde. Kabumtiki. Der guckt schön. Der Wächterkumpel. Schwirrbeißer. Okay. Die Familie Mampf. Okay, und das waren alle auch aus der Kategorie. Da unten fehlen uns auch wieder meine Menge. Schalten wir ja alle nach und nach frei. Die Tikis haben wir 3 Stück bisher. Die Schreisäulen. Flattertiki. Und der Panzertiki. Mal sehen. Die Bösewichte. Gressli. Die fiesen Landkram-Crew. Bomberich. Oberkumpel Otto. Und seine Maulwurfskumpels. Mal sehen, was haben wir denn für Welten? Die Dschungelwasserfälle. Sieht sehr schön aus. Die Dschungelstatuen. Piraten voraus. Unterwasserabenteuer. Ruinen. Der Bambuswald. Farndozer. Okay. Was haben wir denn noch? Die Kongs. Vor der Hütte. Und was ich auch gezeigt habe, das Inselpanorama. Das sind, glaube ich, die einzigen. Jo. Boah, das sind die ganzen Bilder, die wir bisher freigeschaltet haben.
Die Dioramengalerie kann ich kurz mal zeigen. Die ist auch sehr schön. Das ist dann hier so, ja, so ein großes Diorama. Sieht sehr interessant aus. Was haben wir noch am Strand? Ach, da oben sind die beiden Affen. Ich drehe mal so ein bisschen, vielleicht sieht man hier irgendwo noch was Witziges so. Mit Tentaklaus. So, was haben wir denn in Ruinen? Da unten in die Bärchen rein, die da im Affenmund schon warten. Hallo. Da versteckt sich der eine. Hallo. Was haben wir denn in der Höhle? Die ganzen Flattermänner, die Loren, verfolgt von den Kumpels. Boah. Sehr schön. So, und das letzte, was wir eben noch bekommen haben, oder im letzten Part eigentlich eher noch, im Wald. Da sieht man die mit seiner Erdnusskanone. Ja, da haben wir noch ein paar Spinnen. Und da oben nichts mehr. Okay. Haben wir mal gezeigt, was wir bis jetzt schon alles freigeschaltet haben. Haben wir in der Musikgalerie eigentlich schon was? Ja, wahrscheinlich. Das weißt du. Aber gut, es sind aber eh nur die ganzen Lieder, von daher. Auf jeden Fall sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal jetzt wieder von Dr. Co. Country Returns. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.